Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, grüß Gott. Der Michael Werde hat schon gesagt, er hat mir so ein bisschen was an Hausaufgaben mitgegeben. Ich musste meinen Vortrag tatsächlich ein bisschen umstricken. Und zwar habe ich ihn etwas umgeformt, indem ich auch auf Qualitätsaspekte eingehe. Wir nehmen immer das Wort Qualität so locker in den Mund. Und wenn man sich dann mit verschiedenen Leuten unterhält, merkt man auf einmal, irgendwie haben wir doch ein anderes Verständnis von Qualität. Darauf möchte ich eingehen. Ich möchte Bewertungsprobleme ansprechen. Und zwar, das war auch eine Hausaufgabe, für die Messdienstleistung. Ich gehe jetzt nur mal auf die Messdienstleistung ein. Ich werde dann Ihnen zeigen, dass es ja ein Forschungsprojekt dazu gab, Luftleckagen, damit Sie ein Gespür bekommen, was da alles gemacht wurde. Sie werden nachher sehen, das Ding ist so dick geworden, es ist alles andere als ein Leckagemat und einfach mal kurz mal hinschauen, so funktioniert es nicht. Das hätten wir uns alle anders gewünscht, aber es geht halt einfach so nicht. Ich werde Ihnen was zur Leckagesystematik erzählen, Leckagesystematik, auch Auszüge nur davon, damit wir mal in unserer Szene eine gleiche Sprache sprechen. Auch das waren wir alle der Meinung, wir wissen doch, Leckagen, jeder benutzt es, Lecks, Leckagen. Und wenn Sie an die Normen reinschauen, merken Sie auf einmal, die ISO 13829 hat noch von Leckagen gesprochen. In der 9972 gibt es das Wort so gar nicht mehr, dann stehen Lecks drin. Ist das jetzt was anderes? Verstehen die jetzt was anderes darunter? Also es ist ein bisschen Wirrwarr. Und wir mussten selbst in unserem Kreis, die paar Leute, die da an dem Projekt gearbeitet haben, mussten wir uns immer wieder abchecken, sprechen wir eigentlich von demselben. Dann möchte ich Ihnen was zu der Handlungsempfehlung, auch wieder Schwerpunkt zur Messdienstleistung, weil da können Sie auch ganz viele andere Themen noch mit bedienen. Und zum Schluss werde ich Ihnen dann, und das hoffe ich, haben Sie dann auch alle auf Ihrem Tisch, jeder sollte so einen Zettel vor sich haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann schreien Sie, weil hier sind noch ein paar übrig. Ja? Das sind die, die habe ich schon vorne geholt. Das heißt, das ist ganz wichtig, weil ich erlaube mir immer, so einen Vortrag zu benutzen fürs nächste Forschungsprojekt und Sie sind praktisch schon gleich die Probandengruppe, dass Sie da mal mitmachen. Ich will auf verschiedenen Vorträgen das auch mal ausprobieren, um ein Gefühl zu entwickeln, wo stehen wir denn, unsere Szene im Bereich des Thema Vermeidbarkeit von Leckagen. Das kriegen Sie dann zum Schluss. So, Qualitätsaspekt. Ich hatte ja schon gesagt, das mit der Qualität ist so eine Sache. Mir hat eine Definition ganz gut gefallen, und zwar eine Definition, die von Qualität so definiert, Übereinstimmung von Leistungen mit Ansprüchen. Also Ansprüche stellen Kunden, Verwender, Konsument, Produzent, Händler, Hersteller. Es gibt noch ganz viele andere unterschiedliche Qualitätsdefinitionen, nur hier ist es interessant auch für uns, weil wir natürlich letztlich als Messdienstleister eine Messlatte brauchen, in dem dieser Anspruch formuliert ist. Weil wir selbst als Messdienstleister, wir formulieren keinen Anspruch. Wir sind, sagt der Name schon, Dienstleister. Uns wird die Messlatte lediglich vorgegeben und wir müssen dann nach transparenten Kriterien diese Messlatte nun abprüfen. Das kann man in folgender Art und Weise tun, dass man zum Beispiel als Messdienstleister oder Sachverständiger gefordert wird, ein Konzept zu überprüfen. Das wurde vorhin schon mal genannt und in der Relumi spielt ja das Luftdichtheitskonzept auch eine wichtige Rolle. Das andere wäre, wir schauen uns die Materialauswahl an. Auch das könnte ein Qualitätsaspekt sein. Jeder Blower-Dot-Test können Sie theoretisch auch bestehen, indem Sie einen Tesafilm nehmen zum Verkleben. Für einen Test wird es schon reichen, aber mehr auch nicht. Ja. Das nächste wäre die Verarbeitung. Auch da könnten wir eine Qualitätsmesslatte uns anlegen und nun den Anspruch, wer hat diesen Anspruch formuliert, und wir sind diejenigen, je nach Auftrag, je nach Aufgabenstellung, die nun schauen, ob das auf der Messlatte auch erfüllt wird. Letztlich die Einhaltung von Grenzwerten, das dürfte in der Messdienstleistung immer noch die bestdefinierte qualitätssichernde Maßnahme von uns sein, indem wir wirklich eine Grenzwertbetrachtung durchführen. Den Grenzwert haben wir uns ja nicht selbst ausgedacht, sondern der wurde uns auf der Messlatte einfach beschrieben. Letztlich ist unser Blick, und das ist wichtig, immer ein technisch orientierter Blick. Das muss nicht so sein. Gehen wir nochmal zurück auf diese Qualität. Übereinstimmung von Leistungen mit Ansprüchen. Der Herr Köpke, also ein Rechtsanwalt, der hat im Forschungsbericht
ein Kapitel Leckagen unter der Betrachtung eines Rechtsanwaltes unter juristischen Aspekten durchgeführt. Eine ganz spannende Geschichte, ist aber nicht unser Metier. Aber wir sind automatisch damit verbunden. Alles, was wir tun, hat irgendwo auch eine juristische Dimension. Da sollten wir uns immer klar darüber sein. Er ist hingegangen und hat letztlich verschiedene Punkte mit aufgenommen. Und zwar über technische Aspekte hinaus, klar, wie es für den Juristen ist, indem zum Beispiel die Vertrags- und Leistungsbeschreibung angeschaut wird. Das war das, dieser Anspruch und welche Leistung. Also was war eigentlich das Vereinbarte soll? Dann für Deutschland, dann hat das eine Relevanz, diese ganze Messung, die wir durchgeführt haben, für die Energieeinsparverordnung. Ist denn die Art und Weise, wie das dort durchgeführt wurde, ist das überhaupt gebrauchstauglich? Dann besteht ein Risiko des Eintritts von Folgeschäden. Wenn wir an Schäden denken, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, in Deutschland ist es so, wenn wir von Schäden sprechen, wir denken sofort an irgendwie feuchte technische Schäden. Da ist Schwammerl drin, da sind irgendwelche Pilze drin, feuchte technisch. Also das ist so das Schadensbild, aber Schäden können auch ganz anderer Natur sein. Wenn Sie zum Beispiel Geruchsübertragungen von A nach B haben, ist das eigentlich auch ein Schaden. Wir sind aber stark geprägt von diesem feuchte technischen Gedanken. Die Frage der Vermeidbarkeit. Die Frage der Vermeidbarkeit, ist das eigentlich eine Leckage, wo ich sage, klebt ab und gut ist, ja? Und das dritte oder der letzte Punkt ist hier die Frage der Sanierungskosten. Das ist auch wieder so eine typische juristische Betrachtungsweise. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist letztlich, wir stehen immer in diesem juristischen Kontext, ob wir es wollen oder nicht. Bewertungsprobleme. Wenn irgendwo so ein Standard gesetzt wird, brauchen wir ja jetzt auf einmal, müssen wir diese Leistung überprüfen und müssen das letztlich beurteilen, bewerten. Bewertungsprobleme im Rahmen der Messpraxis. Wir kommen ja zu unterschiedlichen Phasen unter Umständen an so ein Objekt dran. Entweder machen wir Untersuchungen und Messungen während des Bauprozesses. Da sind wir noch häufig die Gutmenschen. Untersuchen und Messungen am Ende des Bauprozesses. In Deutschland ist das ein Thema, weil dort wird der Nachweis für die Energieeinsparverordnung geführt. Und zum Schluss Untersuchung, Messung, Bestandsgebäude, weil vielleicht ein Schaden aufgetreten ist, weil man was energetisch ertüchtigen will, weil Radon auf einmal ein Thema geworden ist und man will nun für die Zukunft sich Gedanken darüber machen, wie gehen wir damit um. Während wir in Deutschland in diesem Bereich hier Untersuchung, Messung während des Bauprozesses Freistil ausüben und hier hinten letztlich auch Freistil, das heißt, das ist ein Aufgabenstellung, was will der Kunde von uns haben und wir arbeiten dann, müssen aber nicht zwingend an einer Norm uns orientieren. Das ist anders in dem Bereich Untersuchung, Messung am Ende des Bauprozesses. Da wollen wir uns auch dann weiter mal mit beschäftigen, weil hier haben Sie keinen Verhandlungsspielraum mehr. Das ist ein klar vorgegebenes Verfahren, DIN EN 13829. Heute Morgen hat der Holger Merkel schon gesagt, in Deutschland hinken wir da ein bisschen hinterher. Das hat damit zu tun, dass die Energieeinsparverordnung direkten Bezug auf diese Norm nimmt. Solange unsere Energieeinsparverordnung nicht verändert wird mit dem direkten Normbezug, messen wir noch mit einer Norm, die Sie praktisch beim Beuth-Verlag aber nicht mehr kaufen können. Ja, also das heißt, wir leben noch mit 13829. Die 9972, gut, es gibt Änderungen, aber weltbewegende Änderungen gibt es nicht. Die Punkte, die ich vorher zu bemeckern habe, habe ich jetzt bei der 9972 immer noch zu bemeckern. Da hat sich nichts verändert. Ja, und jetzt fangen wir an. Über eine Norm, über Redumi, über Flip-Beiblatt, über alles, was Sie so tun und schreiben, können Sie wunderbar kritisieren und meckern. Das kann ich total gut. Aber wenn ich dann auch immer auf der anderen Seite stehe und muss es tun, dann weiß ich auch, was immer das für eine Knochenarbeit ist, das zumindest mal die Hälfte der Person sagt, oh, das ist aber grenzwertig, und die andere Hälfte sagt auch grenzwertig. Wenn zwei Parteien sagen, es ist grenzwertig, dann haben sie es genau richtig gemacht. Ja? Wenn eine Partei sagt, super, dann wissen sie, das war jetzt nicht gut gelaufen. Ja? Die ISO 9972 hat eine Formulierung drin, das Thema war ja Leckagen. Die gesamte Gebäudehülle ist immer nahe der höchsten Druckdifferenz, die bei der Prüfung verwendet wird, auf große Lecks, Sie sehen es hier schon, da kommt das Wort Leckage gar nicht vor, und auf das Versagen provisorisch abgedichteter Öffnungen zu prüfen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, je nach Objekt, Sie sehen diese Zielgröße 50 Pascal, Empfehlung 100 Pascal, das kann sein, dass Sie je nach Objekt unterschiedliche höchste Druckdifferenzen haben. Das heißt aber hier, wenn wir es jetzt im Wortlaut der Norm sehen, und wir Deutschen sind ja ein sehr streitbares Volk, das kann natürlich auch nachher dazu führen, dass man sagt, hat er überhaupt nach Norm richtig gemessen,
dann müssen wir auch diese vorgehende Prüfung auch bei dieser höchsten Druckdifferenz, die nachher im Messbericht drinsteht, auch geprüft haben. Hat ja auch einen Hintergrund, das macht ja auch Sinn. Wenn ich bei 50 Pascal Druckunterschied den Durchgang mache, fahre aber nachher hoch auf 70, 80, 100 Pascal, dann ist es nicht sichergestellt, dass bei diesen 100 Pascal zum Beispiel unsere provisorischen Abdichtungen auch noch dicht sind. So, das steht leider in der Norm so nicht drin, aber es ist logisch, ja, es ist klar. Die wollten doch eins haben, so stelle ich mir das vor bei den Normleuten, die sagen, Mensch, wenn der mit 100 Pascal dran geht, dann muss er das dann auch prüfen, nicht, dass während der Messung da jetzt was passiert und das reißt ihm weg. Ja? Also das heißt, es macht Sinn. Sie sehen aber auch, hier geht es gar nicht um Leckagesuchen in erster Linie, sondern es geht in erster Linie darum, den Messablauf qualitativ hochwertig zu gestalten und nachvollziehbar. Das heißt, der hat sein Objekt, wie er es gemessen hat, hat er im Griff gehabt, da ist nichts mehr passiert. Es ist doch nichts peinlicher, als wenn sie alles abgebaut haben und laufen dann unten raus aus dem Keller und da war die Lüftungsanlage dran und auf einmal sehen sie, oh, die Blase ist ja gar nicht mehr da. Ja, aber ich habe mit der Blase dicht eigentlich gemessen. Macht also alles irgendwo Sinn, sowas. So, werden solche Lecks entdeckt, sind sie ausführlich zu beschreiben. Das finde ich total interessant. Und ich weiß nicht, wie oft ich die 13829 gelesen habe, das ist jetzt der Auszug auf der 9972, aber das stand da genauso drin. Ja. Und ich war immer der Meinung, da muss man hinten im Prüfbericht auch die Lecks hinschreiben. Wenn Sie dann in die Mindestanforderungen des Prüfberichtes schauen, werden Sie gar nicht finden, dass die Lecks dort wieder auftauchen. Irgendwie komisch. Ich soll die ausführlich beschreiben und dieses Blatt Papier, was mache ich denn mit dem? Scheinbar nicht im Prüfbericht, weil hinten kommt es ja nicht mehr vor. Das nagel ich mir aufs Knie oder ich weiß es nicht, was ich damit mache. Ja? Ist auch nicht sinnvoll. Ich glaube auch nicht, dass das die Idee der Normgeber war. Wenn ich eine provisorische Abdichtung reinbringen muss oder beschreibe, die steht drin, die muss ich reinschreiben, dann muss ich auch die Leckagen, sonst kann ich doch so eine Messung gar nicht mehr transparent nachvollziehen. Also ist es selbstverständlich, dass die Lecks hinten aufgeführt werden müssen. Umfang, Art und Umfang, was ich aufführen muss, darüber können wir uns dann nochmal unterhalten. Ja, und jetzt haben wir das gerade gemacht, wir messen und dann kommt so, in Deutschland ist das natürlich jetzt schon fatal, das ist die Gipskarton dran, Wandübergang, Decke, Wand und jetzt haben sie so einen Riss und ich mache das ja ordentlich, ich gehe jetzt mal rum und dann schaue ich mal einen Riss und dann merke, kommt Luft. Dann kommt dann der Kunde hinterher und dann sagt er, Luft. Ja, und dann kommen so ganz unangenehme Fragen. Ist das jetzt groß oder klein? Nächste Frage, ist das schlimm, zulässig oder nicht? Der Zimmermann nebendran, der Trockenbauer, die fangen an zu schwitzen, weil ich das jetzt gesehen habe. Was habe ich eigentlich zu bewerten als Messdienstleister? Muss ich mich darüber überhaupt auslassen? Was kann ich überhaupt noch bewerten zu diesem Zeitpunkt? Und letztlich, wie gehe ich mit unterschiedlichen Druckdifferenzen prüfen der großen Lecks um? Haben wir gerade schon besprochen mit diesen 50 oder 100 Pascal. Was machen wir da eigentlich? Und letztlich, was nehme ich im Prüfbericht auf? Habe ich auch schon vorweggenommen. So, letztlich stehen wir immer vor diesem Problem, haben wir Bewertungsproblem mit der einzelnen, konkret auf der Baustelle vorhandenen Leckage. So, und das ist halt, wenn man unter Druck steht und immer hinten dran Leute hat. Und jetzt ist es auch immer die Frage, wie kommunizieren wir das an die Szene, was wir leisten können, wollen oder was wir nicht leisten können. Das müssen wir ehrlich benennen. Ja. Zum Forschungsprojekt Luftleckagen. Weil das ja so brennend ist, und wir haben vor Jahren ja diesen Workshop mal gemacht in Fulda. Und bei den Workshops sind so 10, 20 Leute normalerweise dabei. Und bei dem waren dann auf einmal 50 Leute dabei. Und da merkt man schon gleich, das Thema ist virulent. Alle glauben so, hauen sich auf die Schulter und sagen, ja, ich kenne mich mit aus, das mache ich mit Erfahrung. Und wenn man die Erfahrungswerte abfragt, merkt man, da kommt man ganz schnell an die Grenzen. Und wir liegen uns dann wieder alle in den Armen, weil wir sagen, dann alle keine Ahnung. Nur das ist natürlich unter Kollegen immer schwierig zu beschreiben. Ja, das sagt man sich dann nur im vertrauten Umfeld. Jetzt haben wir es mit dem Leckageprojekt ein bisschen offengelegt. So, das muss ich machen, weil das ist der Geldgeber. Ja. Es gibt so in Deutschland eine Forschungsinitiative Zukunft Bau und dann das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. Letztlich ist der Ansprechpartner des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung gewesen. Die haben uns finanziell unterstützt und noch, es geht auch wie diese Veranstaltung, nicht ohne
unternehmerische Unterstützung, MOL war dabei, Blauerdo GmbH und Isocell, die sich dann finanziell mitbeteiligt haben, und Eigenmittel des Verbandes. So ein Projekt zu stemmen ist für so einen kleinen Verband, das ist auch nicht anders wie wahrscheinlich hier bei Ihnen, eine Riesenaufgabe. Ja. So, Laufzeit 2 Jahre, das ist sportlich für so ein Projekt. Und fertig waren wir am Ende Oktober 2016. Wie war das aufgebaut? Wir haben 3 Protagonisten. Einmal das Aachen-Institut für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik. Das sind Leute, die arbeiten im Bereich des Sachverständigenwesens. Ja? Aachener Bausachverständigentage, das sind 1200 Leute. Wenn Sie da einen Vortrag halten, da können Sie die 3. Reihe und dann sehen Sie schon nichts mehr. Ja? Also es ist enorm. Das ist also eine Riesenveranstaltung, total interessant. Leute aus der Sachverständigenszene. Dann Fachverband, Leute aus der Messdienstleisterszene. Und dann hier Fraunhofer, Forschung, Bauphysik, Modellierung, WUFI und solche Dinge kennen Sie. Das heißt, die waren auf einmal mit eingebunden mit einem modellhaften Gedanken. Entschuldigung, jetzt habe ich was vergessen, eine begleitende Arbeitsgruppe, alle müssen genannt werden. Da war übrigens jemand auch aus der Schweiz dabei, der Christoph Tanner, und aus Österreich und Deutschland. Insgesamt waren wir so 14 Leute, wenn alle da waren, wo wir uns dann gegenseitig befruchtet haben. Und da haben wir schon gemerkt, dass das Gespräch enorm wichtig ist, die einheitliche Sprache zu finden, die verschiedenen Standpunkte. Es ist mühsam, es kostet Kraft, aber hilft ja nichts. Beim komplexen Thema, deshalb ist das wahrscheinlich auch noch nie so komplex angegangen worden, weil es ist enorm aufwendig. Ja. Wenn Sie sowas richtig finanzieren wollten, müssten Sie 500.000 Euro in die Hand nehmen. Dann könnten Sie wirklich was machen. Wir hatten gerade 100.000 Euro. Hört sich jetzt zunächst viel an, ist aber nicht viel. Also für das, was da drin steckt, nicht. Gut, Projektziel war eine Handlungsempfehlung im Umgang mit Luftleckagen für die Baupraxis. Wie ich das jetzt erstmal nochmal gelesen habe, nach einer langen Zeit, Handlungsempfehlung im Umgang mit Luftleckagen für die Baupraxis, ein hoher Anspruch. Aber wir haben tatsächlich im Oktober 2016 einen Forschungsbericht abgegeben. Wir sind in der Verbreitungsphase. Wir wissen, dass der letzte Stand noch nicht erreicht ist. Wer es besser kann, möge sich melden. Wir machen sofort, ziehen wir da noch was nach. Ja. Also wir sind im Moment wirklich in der Diskussionsphase. Bisher haben wir noch ganz gut Stand gehalten. Normalerweise wird immer sowas zerrissen. Im Moment ist es relativ ruhig, was das Zerreißen angeht. Das heißt, der Weg war scheinbar gut. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn Sie so eine Gratwanderung machen, jeder mault ein bisschen, aber keiner fühlt sich besonders bedient oder nicht bedient, dann ist es ganz gut gelaufen. Den gibt es kostenfrei, weil es auch mit öffentlichen Fördermitteln finanziert wurde. Und können Sie sich unter flip.de Publikation herunterladen. So sieht der dann auch aus in einer schönen gebundenen Fassung. 160 Seiten stark. Daran sehen Sie schon, das liest man nicht einfach mal so. Das ist mal so eine gute Lektüre abends, wenn Sie sagen, kurz vorm Schlafen gehen, mal 5 Seiten. Das ist gut. Ja, wir haben dann insgesamt wie das für jedes Forschungsprojekt sich so gehört, sind wir hingegangen, haben uns das mal überlegt, was haben die anderen schon so gemacht? Wir sind ja nicht die Ersten, die sowas machen. Haben dann diese ganzen Informationspakete aus der Literatur, so gut es geht, gebündelt und haben dann letztlich 12 Kapitel draus geformt. Einführung gibt so ein bisschen den Stand der Dinge wieder, das heißt Literaturstand. Leckagesystematik, die einheitliche Sprache, damit wir uns verständigen können. Umfrageergebnisse, es wurden etwa 2000 Leute befragt. Ungefähr 100 Rückmeldungen an Fragebögen und Objekten wurden uns benannt. Es gab Praxisfälle, die sind auch in dem Forschungsbericht mit enthalten. Das heißt, da sehen Sie auch mal Schadensbilder dazu, was da zusammenhängt. Simulation, es wurde ein eigenes Modell entwickelt für die Durchströmung von Leckagen. Das ist eine ganz große Neuerung da drin. Dann haben wir Spezialisten abgefragt, das ist im Laufe des Projektes entstanden, Spezialisten, und die haben immer die gleiche Fragestellung bekommen. Lieber Spezialist, schreib du mal was zum Thema Leckagen aus deinem Fachgebiet und nur aus deinem Blickwinkel, aus deiner Disziplin zum Thema Lüftung, zum Thema Brandschutz, zum Thema Fenster, Außentüren, zum Thema Gerüche, zum Thema Schallschutz aus juristischer Sicht. Und dann soll man aus diesem ganzen Zeug eine Handlungsempfehlung schmieden. Sie sehen schon, das ist ganz schön breit geworden, hat sich aber letztlich sehr gelohnt, weil die ticken alle ziemlich unterschiedlich. Ja? Und wir sollten uns als Messdienstleister da schon auch immer so ein bisschen vorsichtig zurücknehmen, zu was können wir wirklich was sagen und wozu sollten wir vielleicht nichts sagen. Ja, der Forschungsbericht mit den 160 Seiten müssen Sie sich ja vorstellen. Oben, das ist wie eine Brücke, oben die Handlungsempfehlung und die Leckagesystematik stellt den Brückenbelag dar.
Und unten kommen die einzelnen Themen, die Brückenpfeiler, auf denen das alles lastet. Wenn Sie den Bericht lesen wollen, dann sollten Sie eins tun. Zuerst die Leckagesystematik lesen, damit Sie die Sprache haben. Und das zweite dann in die Handlungsempfehlung. Es ist so gestrickt, dass in der Handlungsempfehlung immer dann auf Spezialdisziplinen zurückgegriffen wird. Man kann nicht 160 Seiten hinten nochmal auf zwei Seiten zusammendampfen. Das kann man schon, aber das ist eigentlich nur die Inhaltsangabe. Ja. Also so muss man mit dem Ding umgehen. Von vorne nach hinten lesen wird schwierig, aber in der Reihenfolge macht das wirklich dann Sinn. Leckagesystematik. Och, insgesamt. Gut. Bei der Leckagesystematik ist es eigentlich so, wir schauen uns so ein Objekt an, also es gibt verschiedene Betrachtungsstufen, Betrachtungsparameter, Gebäude, Gebäudeteile, wer bist du, was bist du? Bist du ein Kühlhaus, bist du ein Wohngebäude? Aus welchen Bauteilen, Bauteilschichten bist du eigentlich aufgebaut und wer in dir übernimmt eigentlich die Luftdichtheitsschicht und welchen Zugang habe ich zu dieser Luftdichtheitsschicht? Jetzt kommen wir in ein Luftdichtheitskonzept. Was ist denn der planerische Gedanke gewesen? Das nächste ist, welche Wirkungsweisen von Leckagen schaue ich mir denn überhaupt an? Energetisch, feuchte, technisch, Geruchsübertragung, Gerüche habe ich vorhin auch zum Beispiel das Radon. Wenn alles Themen auf einmal, mit welchem Blickwinkel will ich denn jetzt eigentlich die Leckage betrachten? Und letztlich das Thema Leckage, selbst die Einzelansprache der Leckage. Das ist dann die Königsdisziplin. Letztlich ist aber das ganze Sammelsurium, was uns dann bei der Gesamtbetrachtung abgefordert wird. Sie merken, das ist schon eine Menge. Ja. Ich möchte Ihnen, das war Wunsch auch von Michael Werli, einfach zu der Sprache noch was geben. Hier sehen Sie, soll eine Dachkonstruktion darstellen. Hier innen unter den Sparren eine Luftdichtheitsebene, eine Folie, eine OSB-Platte wegen mir. Alle Leckagen oder alle Lecks, alle Fehlstellen, die hier enthalten sind, nennen wir primäre Leckagen. Also das ist das, was ursprünglich gedacht war als Luftdichtheitsschicht. Und die Leckage, die dort vorstellt, nennen wir primäre Leckagen. Diese Sprache ist sehr wertvoll. Ein Irländer hat gesagt, endlich habe ich jetzt eine Sprache, jetzt kann ich meinen Leuten mal in Irland erzählen, dass es hier sich um sekundäre Leckagen handelt. Das ist nämlich der zweite Punkt. Wenn Sie jetzt innen drin eine Gipskarton hätte, die nicht planmäßig der Luftdichtheit zugeordnet wurde und alle Lecks, die da drin vorhanden sind, sind sekundäre Leckagen, also nicht ursächlich, nicht planmäßig. Alles, was nach außen geht, also zu außen hin geht, das hat mit den Strömungswiderständen bei einer Simulation zu tun, wären dann tertiäre Leckagen. Damit können Sie wunderbar arbeiten und Sie können sich dann auch mit den Leuten auf der Baustelle sehr gut unterhalten, weil letztlich wird durch die Wortwahl primäre Leckage auch ganz klar, mit was wir uns in erster Linie unterhalten sollten. Ist es dieses Loch in der Gipskarton, weil ein Kabel dran hängt, wo wir meistens wissen, ja, da kann man schon mal reinschauen, vielleicht ist es tatsächlich das durch die Folie hindurchgedrängte Kabel oder hinten dran ist gar nichts. Ja. Das heißt, das ist eine typische sekundäre Leckage. Die Leckage selbst, die primäre, kann wo ganz anders sein. Und damit sehen Sie auch schon gleich die Schwierigkeit. So, das ist zum Beispiel eine Steckdose, an der kann man bei 35 Pascal 4 bis 5 Meter pro Sekunde messen. Der macht hier einen Stress. 2 Minuten. Ich brauche aber für den anderen Teil nicht so lange. Das heißt, bei 35 Pascal 4 bis 5 Meter pro Sekunde, das ist, ja, was sagen Sie, ist das viel, wenig? Gefühl? Bitte? Ordentlich, genau. Schlimm oder nicht schlimm? Jetzt bin ich, Sie haben es gemessen jetzt gerade, jetzt sagen schlimm oder nicht schlimm? Da, super, gut, super. Reicht, das kommt drauf an. Das ist genau die diplomatische Antwort. Sie sehen, ich bin jetzt hinter diesen Steckdosen und wenn Sie mich anschauen, da muss es ja einen Platz geben. Ja? So, Sie merken, das hat jetzt wirklich nichts mit primärer Leckage zu tun, das sind sekundäre Leckagen und das ist dieser ganze Raum hinten dran, das waren die Steckdosen von hinten. Alles, was jetzt hier an Luft durchströmt oder auch unterhalb der Konstruktion, wären sekundäre Leckagen, ist nicht primär. Primär ist nämlich hier die Folie, die ist planmäßig als Luftdichtheitsschicht vorgesehen. Primäre Leckagen, also sekundäre Leckagen, primäre wäre hier zum Beispiel die Durchdringung und Elektrokabel oder hinten das unverputzte Mauerwerk. Das war hier auch so mal der dickste Hund. Ja. So, das wären also primäre Leckagen, externe und gegebenenfalls variable Leckagen, extern Richtung außen, das heißt Luftströmung in die Umgebung, im Gegensatz zu internen Leckagen zwischen Nutzungseinheiten, was beim Thema Gerüche interessant sein kann. Variable Leckagen, muss ich sagen, es gibt Leckagen, zum Beispiel unter Spannung stehende Folien. Wenn Sie da jetzt hingehen und sagen, oh, die hatten eine Leckage, aber die Folie ist ganz schön unter Spannung. Ja, dann wird doch keiner auf die Idee kommen und sagen, ich bewerte jetzt diese Leckage. Ich mache vielleicht noch eine Simulation, feuchtetechnisch. Variable Leckagen sind abzustellen. Wir weisen, was das in 14 Tagen ist, in 3 Jahren. Also variable Leckagen immer abstellen, da gibt es ja gar keine Diskussion.
müssen wir halt mal noch ein bisschen lernen. Dann hinten das unverputzte Mauerwerk, stoffliche Leckage. Jeder Baustoff hat in irgendeiner Form Luftdurchlässigkeit. Es gibt nichts Null. Das heißt, sie werden immer noch was messen. Das ist eigentlich der Hinweis in dem Bereich. Ich muss jetzt ein bisschen draufhalten. Thermogramm. Nur mal kurz, funktionsbedingte planmäßige Leckagen. Die Schließfuge, die Fenster müssen nicht 100% dicht sein. Je nach Dichtheitsklasse kommt da Luft durch. Also ist das erstens mal eine funktionsbedingte Blendrahmen, Flügel oder hier auch noch die Fensterfalzlüfter. Die, klar, das war ja die Idee von denen. Das ist eine Leckage. Okay. Außerplanmäßig, Sie sehen, das war eigentlich geplant und hier war es grottenundicht. Ja? Also das heißt, die war nicht geplant. Und genauso wenig wie diese Steckdosen und Schalter hier unten, das ist wieder so ein Abseitenbereich, das sind sekundäre Leckagen und hier in dem Fall auch außerplanmäßig. Was noch interessant ist, summarisch, die wirken natürlich, die sind ja alle sehr dicht beieinander, da kann man nicht sagen, schau nur auf die eine, sondern die wirken im Team, die Leute hier, diese Leckagen. Da muss man das Gesamtkonzept sich anschauen. Grundsätze zur Handlungsempfehlung. Größte Sorgfalt bei den Aussagen ist angesagt. Wir haben nämlich gemerkt, dass enorm aufs Projekt geschaut wird und alles, was man da so als Zahl oder verbal rausbringt, wird aufgesaugt auf dem Markt. Das haben wir gemerkt. Jedes Wort, was man spricht. Das führt dazu, dass manchmal vielleicht, wenn Sie so schnell was sagen, das kriegen Sie nicht mehr aus dem Markt raus. Das ist weitergetragen. Und bis das wieder allen bekannt ist und wie das wieder revidiert ist, sind die nächsten 10 Jahre rum. Also war das so große Sorgfalt bei den Aussagen. Handlungsempfehlung soll nur Aussagen enthalten, die auch nach 5 Jahren noch Gültigkeit haben. Projekt liefert keinen starren Rahmen, sondern zeigt Randbedingungen, Eingangsgrößen und Handlungsoptionen auf. Keine Scheu, Bekanntes nochmal zu benennen. Erstens, die Frage bzw. Aufgabenstellung entscheidet über den Umgang mit Leckagen. Das haben wir am Anfang diskutiert. Warum bin ich eigentlich dort? Das ist so trivial. Und wir stolpern, ich nehme mich da nicht raus, ja? Wir stolpern teilweise über diese Frage. Warum bin ich hier? Was ist mein Auftrag? Ist er sauber beschrieben? Die Frage bzw. Aufgabenstellung hat, und das ist das Traurige, immer auch einen juristischen Aspekt zwischen dem Unternehmer und dem Bauherrn, zwischen dem Bauherrn und mir. In der ersten Liga unterhalten wir uns über die Leckagefeststellung, das haben wir jetzt auseinandergezogen. Leckagefeststellung heißt eigentlich, gibt es die Leckagen und wo sind sie? Weiter geht es nicht. Hilfsmittel haben wir heute was Nettes gehört, nämlich mit dem Schall. Aber alle anderen Hilfsmittel sind Ihnen praktisch bekannt. Und wenn man sowas sich anschauen will, braucht man natürlich auch den Zugang zu dieser Luftdichtheitsschicht in erster Linie. Die nächste Disziplin ist die Leckagebewertung von der Makro- bis zur Mikrobetrachtung. Sie haben das vorhin gesehen, mit dem, wo das so runterging, von oben Gebäudeteile bis hin zur Leckage. Dieses Spiel müssen wir dann teilweise durchspielen. Hilft nichts. Aber ist das in einer normalen Schlussmessung, in einer normalen Blower-Dome-Messung, wo es um Grenzwerte geht, kann man uns das abfordern? Ich würde sagen, nein. Es sei denn, es ist Teil meines Auftrags. So, es gibt keinen Leckagomaten, das haben Sie jetzt schon gemerkt. Hinhalten, sagen, gut, böse, für alle Wirkungsweisen, für alle Konstruktionen, unmöglich. Nur null Leckage gäbe es da. Hilfsmittel zur Leckagefeststellung gibt es ausreichend, da gibt es im Moment keinen Bedarf, das weiter auszubauen. Leckagebewertung heißt Risikoeinschätzung. Dazu habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Sie sehen das rote Risikofeld, Informationsfeld, Handlungsoptionsfeld, Anforderungen an die Umsetzung. Das Spiel ist ganz nett. Wenn Sie wenig wissen, und das müssen wir unseren Kunden auch mal vermitteln, wenn wir wenig wissen, werden Sie automatisch das Risiko höher einschätzen müssen. Denken wir an ein feuchtetechnisches Risiko. Habe ich mehr Informationen zur Verfügung, ja? Zum Beispiel eine Leckagesuche, einfach mal auch nur sekundäre Leckagen, eine räumliche Verteilung, wie sieht das eigentlich im Gesamtobjekt aus, dann kann ich mir doch eine Handlungsoption auswählen, die nicht zu hohe Anforderungen an die Umsetzung stellt. Das ist doch immer wichtig. Alles, was auf dem Papier ist, ist geduldig, aber die Anforderungen an die Umsetzung, müssen wir mal dran denken, ich kann da nicht jemanden eine riesen Anforderung auf einmal reinbringen, wo ich sage, das schafft er nie. Dann funktioniert nicht. Also sollte ich darauf schauen. Denn eine hohe Anforderung an die Umsetzung wird auch immer automatisch mit einem höheren Risiko verbunden sein. Mit dem Ding, jetzt drucken Sie sich mal aus, können Sie wunderbar bei den Kunden arbeiten. Weil manche Kunden meinen, sie kommen da mit so einer heilenden Hand hin und sie wissen alles. Nein, das geht doch gar nicht. Ja? So, Restleckagen, damit müssen wir leben. Es gibt Restleckagen, sei es funktionsbedingt oder stofflich bedingt. Vorhin hatten wir das Beispiel, die Stofflichkeit. Gibt es auch Grenzwerte dazu?
die eingeführt wurden. Es gibt aber auch das Thema Restleckagen im Sinne von, es gibt aber auch das Thema Restleckagen, zum Beispiel bei den Fenstern. Je nach Dichtheitsklasse, was sie vereinbart haben, hat das immer eine Undichtigkeit. Das heißt, eine Messe, wo sich ihr Ventilator fast nicht mehr dreht, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Leckageströme sind nur bedingt geeignet. Heute Morgen wurden Grenzwerte genannt. Bei den Grenzwerten haben wir immer einen kleinen Nachteil. Wir beziehen immer alles, was wir gemessen haben, auf eine Einheit. Auf ein N50, aufs Volumen oder auf eine Flächeneinheit. Das Kernproblem bleibt bei beiden gleich. Sie messen irgendwas Undichtes und verteilen es auf die gesamte Hüllfläche oder auf das gesamte Volumen. Das heißt, die Leckageströme selbst sind nur ein Hinweis, als einen orientierenden Hinweis für die gesamte Leckagesituation, aber niemals für die einzelne Leckage. Der Betrachtungszeitraum entscheidet wesentlich darüber, wie wir Leckagen reduzieren können, vermeiden können, wie wir sie bewerten können. Aber ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Also Betrachtungszeitpunkt bleibt immerhin noch ein wichtiger Punkt. Das Augenmerk auf primäre Leckagen legen. Sie wissen jetzt, was primäre Leckagen sind. Leckagen wirken spezifisch. Die eine Leckage ist feuchtetechnisch relevant, aber im Thema Geruchsübertragung auf einmal nicht oder umgekehrt. Das heißt, im Bereich der Gerüche zum Beispiel sind wir auf einem extrem hohen Niveau, je nach Stofflichkeit, was die Gerüche angeht. Lecks arbeiten zum Teil im Team, habe ich vorhin schon gesagt. Wir unterhalten uns auch immer über den Gesamtkomplex der Leckage. Der Blick immer nur auf dich, Leckage, dich, hilft uns nicht weiter. Wir brauchen einen guten Überblick. Damit ist die Leckageortung auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Lecks können Indikatoren für andere Themenbereiche sein. Denken Sie an das Beispiel der variablen Leckage, wo die Folie einfach durchhängt, unter Spannung ist. Da müssen wir uns mit der Folie beschäftigen und nicht mit der Leckage. Strömungspfade beachten. Es gibt nicht immer einen direkten Zusammenhang zwischen einer Leckage und einem Schadensbild. Das kann zum Teil mehrere Meter versetzt sein. Müssen wir aufpassen. Wir müssen über die Strömungspfade dann was wissen. Immer darauf achten, dass die Gesamtleckagesituation, dass wir die durch unsere Maßnahmen verändern. Der Holger Merkel hat morgen so ein Bild mit der druckneutralen Zone gezeigt. Das heißt, wenn Sie arbeiten und massiv Leckagen verändern, können Sie unter Umständen auch diese druckneutrale Zone verändern. Ursprünglich passive Leckagen werden auf einmal aktiv. Ich habe da einen Fall im Allgäu, ich warte immer noch auf den Anruf. Ja, also, dass Sie sagen, ja, das haben wir jetzt super oben gemacht, nur die anderen machen jetzt gerade Probleme. Das heißt, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Das lasse ich jetzt weg. Achtung vor vorschnellen Rückschlüssen. Feuchte Schaden kann auch eine andere Ursache haben. Kleinflächiges Aufdrehen von Schäden. Wir haben Schadensfälle. Da haben Sie in einem Raum Totalschaden. Die Sparren sind schon verfault. Ein Meter nebendran ist nichts. Das heißt, da müssen wir auch immer sehr aufpassen. Wirkungsweisen innenliegende Schicht. Natürlich hilft eine innenliegende Schicht, wieso? Dann gibt es Karton, wenn die nicht planmäßig vorgesehen ist, hilft die weiter. Aber wir sollten auch immer den Blick mal auf den Schacht, der nebendran steht, schauen. Wird auf einmal diese Schicht oben drüber hinterströmt, sodass auf einmal noch ein ganz anderer Weg stattfindet. Deshalb Strömungspfad, immer darauf achten. Das lasse ich weg, weil das ist jetzt noch das Interessante. Normwert der Bauteilanschlussfuge, das ist für die deutschen Kollegen. Ich habe auch gehört, es haben andere Länder auch. Es gibt da einen Wert, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Simulationstechnisch wissen wir, dass dieser Wert unter Umständen je nach Konstruktion zu hoch sein kann. So viel zum Thema Grenzwerte. Das heißt, unter bestimmten Situationen sind selbst diese Werte sehr kritisch zu betrachten. So, er hat mir noch 2 Minuten gezeigt. Bringt mich hier in Stress. Ich habe gedacht, ihr werdet in der Schweiz alle ein bisschen entspannter als wir in Deutschland. Ich hatte das gestern auf der Autobahn auf jeden Fall das Gefühl. Ich möchte jetzt diese Übung mit Ihnen ganz kurz machen und bitte Sie, Sie brauchen Ihren Namen nicht drauf zu schreiben. Wenn Sie wollen, schreiben Sie noch drauf. Ja? Wir kennen uns ja nicht. Ich werde Sie dann in der Publikation natürlich entsprechend erwähnen. Aber die Idee ist hier, jeder für sich, ich zeige Ihnen 10 Leckagen im Schnelldurchgang. Ja? Wie auf einer Baustelle. Da können Sie jetzt nicht sagen, jetzt frage ich den Vogel noch 5 Sachen. Das ist wie auf einer Baustelle. Ich bin der Bauer, ich habe auch keine Ahnung. Ja? Und Sie müssen jetzt die Entscheidung treffen. Nicht ob schlimm oder nicht schlimm, will ich gar nicht von Ihnen wissen. Die Frage richtet sich einfach an Sie, wäre das eine vermeidbare Leckage oder wäre die nicht vermeidbar? Aufgabenstellung klar. Und das machen Sie bitte in Alleinarbeit. Nicht beim Nachbar hinschauen, das macht keinen Sinn. Ja? Der weiß es übrigens auch nicht besser als Sie. So, damit ich das habe ich schon einmal hinter mir, damit ich auch jedes Mal das Gleiche erzähle, lese ich das jetzt ab. So, erste Leckage. Saniertes Gebäude, Folie mit pastöser Klebemasse im Eckbereich, die eine Folienfalte hat.
An der Folienfalte sind Luftströmungen wahrnehmbar. Vermeidbar, nicht vermeidbar? Sie haben es. Mehr Zeit haben Sie auf der Baustelle auch nicht. Zweitens, Neubau. Wenige Zentimeter bodennah unverputzter Mauerwerksbereich. Vermeidbar, nicht vermeidbar? Es geht wirklich nur um diesen unteren Bereich. Ja? Es geht nicht um das Leerrohr, sondern um das hier. Sie haben es. Drittens, Neubau. Schwebende, unvollständige, zum Teil sich ablösende Verklebungen im Überlappungsbereich an Folien. Vermeidbar, nicht vermeidbar? Das sind zwei Bilder, das erkennen Sie schon. Ich wollte nicht da nur einen Hersteller, sonst heißt es immer nicht das. Da hätte ich auch jeden anderen Hersteller nehmen können. Das haben wir öfters, sowas. Mit allen Klebebändern. So, Neubau. Fettendurchdringung, Fette mit Riss. Vermeidbar, nicht vermeidbar? Neubau, Durchdringungen im Bereich der Decke zum kalten Dachspitz. Diverse Luftströmungen an Verklebungen, das sind die Nummern, sehen Sie da. Das sind wahrnehmbar, das mache ich manchmal mit Nummern, das ist total klasse, wenn Sie dann schon mal so 80 Nummern vergeben haben im Gebäude, das klingt immer gut. Vermeidbar, nicht vermeidbar. Neubau, Latte mit Distanz am Sparren befestigt, Leck um die Schraube im Bereich der Folie. Vermeidbar, nicht vermeidbar. Saniertes mittelalterliches Gebäude. Stimmt das? Ja. Luftströmung am Riss des Balkens. Vermeidbar, nicht vermeidbar? Neubau, Luftströmung an ausgerissener Tackerklammer. Vermeidbar, nicht vermeidbar? Neubau, Luftströmung an der Durchdringung der Folie mit einem flexiblen Rohr. Vermeidbar, nicht vermeidbar? Entscheidung. Eckbereich, also Neubau, Eckbereich, Fensteranschluss im Übergang, komprimiertes Dichtband zu Folienanschlussband. Vermeidbar, nicht vermeidbar? So, Sie sehen, das sind alles jetzt so Dinge, wo man sich daran aufreiben kann. Deshalb habe ich die auch gewählt. Ja. Das heißt, ich kann Ihnen ja nichts Schönes zeigen, ich muss Ihnen ja schwierige Sachen zeigen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie mitgearbeitet haben.